Ja, das stimmt. Genug Speicherplatz hast du jetzt auf alle Fälle. So, dann das noch. Und dann machen wir jetzt als letztes, haben wir doch fast bis hier aufgenommen oder wahrscheinlich noch sogar noch ein Stück darüber. Machen wir aber noch die Nebenmission. Dann sind wir auch gut für heute. Ich merke schon wieder, wie hier nichts passiert, so Commentary-mäßig. Du erzählst über deine Ideen. Geil, ich meine hier mit der Gaia Kratos. Ich habe über deine Geschichte gewacht, seit du geboren wurdest. So Kratos nach, wann war das letzte Mal? 84? Das ist ja auch diese ganzen Zitate im Kopf, was dass du sagen kannst, ja, das passt jetzt genau da drauf, ey. Wie oft du dir das dafür angeguckt haben musst. Oh, komm schon, das muss noch reichen. Für das Ding hier. Yeah. Okay. Und jetzt hier. Da waren wir ja beim letzten Mal schon. Beziehungsweise wir waren da zwar, aber hat ja kein Mensch gesehen, weil die Aufnahmesession nie veröffentlicht wurde. Aber diesmal gehen wir da rein. Oder hier, für Freya, warum erzählst du denn nun denn nicht, was du wirklich bist? Deine Vergangenheit? Schämst du dich etwa zu sehr dafür? Hast du Angst, dass er eine Ahnung hat, was für ein Monster sein Vater früher war? Junge, ja gut zu. So, zuerst war ich selber Mobbing-Opfer, ja. Dann war ich der Mobber, weil ich auf die Macht gekommen bin. Und dann war ich das größte Arschloch. Ui. Du hast dir bestimmt auch Carsten Stahl-Interviews angeguckt. Na, also seine Anti-Mobbing-Sachen. Aber ich glaube nicht, dass ich trotzdem was nutzen werde, weil es soll ja halt witzig sein und nicht ganz ehrlich, wenn er so einfach nur mal zu vom Kommentar passen würde, aber wenn er da so wirklich so Sachen macht, wie er besucht extra halt die Gräber von Kindern, die da Suizid begangen haben, gibt den Eltern Mut und das so aus dem Kontext zu schneiden für Kratos-Sache, witzig würde ich nicht machen, also das wäre respektlos, aber so diese hier, die Detail-Stahl-Sachen auf jeden Fall. Ja, die sind ja auch alle Schauspieler, da ist ja nichts echt dran. Also das kann man auf jeden Fall machen. Ah, hab ich's geschafft. Okay. Okay. Da hinten war ich ja schon. Oder hier. So, jetzt, Zeus benutzt Elektro. Wie benutzt Blitzangriff gegen Kratos? Kratos, ach, was soll das sein? Ja, du mit deinem Elektroschocker, du mit deinem scheiß Elektroschocker. Bam, 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 bam. Hallo? Irgendwer hier? Der kleine Maximilian will abgeholt werden. Hallo. Und die Winde gewechselt werden müssen auch mal wieder. Komm, hier gibt's. Shit! Oh, hey, na? Oh! Entschuldigung! Ich wollte sie nur beklauen. Was ist das denn hier? Ah, das sind wieder die gruseligen Scarecrow-Männer. Von Poseidon, der Tod von Olympus, mit den Tod von uns allen, Kratos, ja los, komm her hier, komm zum Papa, zack, Augen aus dem Kopf raus. Ja, ich bin hier gerade am Notizen machen, dass ja. Ich ja nicht mal jetzt. Wie gesagt, es wäre so lustig, weil bis das hier online kommt, habe ich das Gefühl, wirst du diese Videos immer noch nicht gemacht haben. Und dann guckt das einfach so jemand und klaut so die Idee. Zuerst lade ich alle drunter, aber vorher, wie gesagt, auf OneBester, weil allein das ist ja schon auf dem Rechner drauf, dass halt diesen ganzen hier Arbeit nicht mit hier runterladen. Das kann ja auch wieder ewig dauern bei diesen Bängen, weil zu legen alle Cutscenes. Und dieses ganze Carsten Stahlmaterial. Ehe du weißt, was du da wirklich so zusammenschneidest. Alter. Was ist das Ziel hier? Ah. Ah, hört doch auf! Ich sehe doch nichts. Warum mache ich eigentlich nicht einfach mein Licht an? Egal, gerade keine Zeit dafür. Dafür müsst ihr jetzt aufstehen und zum Lichtschalter laufen. Das ist ein Argument, hast recht. Ah!
oder machst du es einfach wie im Weg bei Assassin's Creed, hast kein Bild, nur Ton, aber spielst trotzdem weiter. Einfach immer die gleiche Tacke, Konter und irgendwie klappt es trotzdem. Okay. Haha, Licht! Licht aus. Licht! Licht aus. Licht! Weil das war dann nochmal witzig, und du weißt, dass Poseidon halt in der Realmythologie ja die Medusa vergewaltigt hat. Und die Medusa für ihre eigene Vergewaltigung hier bestraft wurde, so sprich halt richtiges Victim Blaming, weil die Frau von Poseidon halt eifersüchtig wurde und dadurch wurde sie ja zu diesem hier blickverständlichen Monster mit. Wenn du mit dem Kontext so ran gehst, so er liegt Blut auf der Erde, diese Vergewaltigung Blut auf der Erde, Kratos, ja los, komm her hier, komm zu Papa. Das ist. Ach, schon geil. Also, geil definiert jetzt jeder anders, aber grundsätzlich könntest du recht haben. Was ist denn mit dem hier los? Eieiei, hängt hier so ab. So, wie komme ich denn jetzt hier durch? Okay. Es ist wieder so simpel, wie man es von Mad Max erwarten würde. Alter. There it is. Warum sagt er die ganze Zeit, er wird gleich hochgehen? Big one. Was wird gleich hochgehen? Was? Sagt mir nur was. Er wird gleich hochgehen. Ja. Er wird gleich hochgehen. Ja. Okay. Musst du drauf. Nein, Gott, hast du keine Muni mehr, sehe ich gerade. Ich muss bestimmt draufschießen oder so. Habe ich so das Gefühl. Na, dann guck mal, wo du Muni herkriegst. Ach, oder nee. Wenigstens einen Wurfstern. Ach nee, ich muss nicht. Das Ding ist hohl von innen. Das ist gar kein Treibstofftank. Ich muss da nur was rausholen. Ich muss nur. Ist das hier richtig? Nee. Komm ich nicht weiter. Ich muss irgendwie da rein. Von der anderen Seite wahrscheinlich. Oder einfach da. Ich gehe mal auf die andere Seite. Das Blöde ist, dass er sich hier so langsam fortbewegt wegen dem ganzen Öl. Ah, okay, von der anderen Seite kommt man einfach easy rein. Okay. Ein maximales Magazin. Oh, das ist für die Schrotflinte. Must be what she meant. Das haben wir gerade gar nichts eingesammelt. Da steht immer noch Null unten. Sounds bad. Das muss auch, glaube ich, erst. Oh Gott. Die Dudes sind so eingeladen. Oh. Also auf jeden Fall. Sparen. Oh Gott. Ich höre sie. Oh Gott. Ja, lass die Zeit, Max. Lauf ruhig entspannt hier. Gott sei Dank muss man hier nicht noch was einsammeln oder so. Also das Zeug, was hier in Schrott rumlag und so weiter, das war alles optional. Oh, schnell weg. Oder hier, wer der Zeug aus dem, du so lange das Gesicht einschlägst und der ganze Bildschirm rot ist. Hier, was hast du noch sonst? Also einfach so nichts unzusammenhängendes Brüllen und dann, wer da tot liegt. Ein Glück habe ich mich immer unter Kontrolle. Er wird gleich hochgehen, Mann. There you are. Ich glaube, die Untertitel sind kaputt. Sollte eigentlich die ganze Zeit was anderes stehen, tut's aber nicht. Wo muss ich eigentlich jetzt hin mit dem Scheiß? Muss ich zu Cheat oder so? Nö. Pink Eye? Oder habe ich jetzt einfach ein größeres Magazin? Anscheinend. Na gut, wir fahren einfach mal zurück zu Pink Eye, wir wollen ja eh danach aufhören. Genau, dann bei Pink Eye Aufnahme beenden oder bei Jeet muss einfach sein. Also du kannst deine Aufnahme nicht einfach wissen beenden, du musst in deinem Quartier sein. Doch, wir beenden jetzt hier unten im Tunnel. Genau, und lassen Max dann für das nächste halbe Jahr knietief im Dreckwasser stehen. Das ist so eklig, dieses Wasser. Also musst du dir vorstellen, wie viel Scheiße da drin ist, die schon seit Jahrzehnten in der Sonne rottet. Also. Ich weiß nicht, ob da. Ich glaube, das ist einfach alles Öl, ich bin mir nicht sicher. Na gut, kann auch sein, dass es scheiße ist, wer weiß es schon. Ich meine,
Wenn man doch was Scheiße Gold machen kann und Gold eigentlich Öl ist, warum sollte man nicht aus Öl Scheiße machen? Was ist so ein dämlicher Spruch? Wo hast du das gelesen? Gerade ausgedacht. Ja, ist klar. Ich hab gerade nochmal nach krassen Streitsprüchen gegoogelt, aber hab gesagt, da komm ganz ehrlich, Scheiß drauf, mach ich später. Krassen Streitsprüchen. Ja. Also alleine herkommt, die Situation eskaliert. Für einen kurzen Moment kann sich Stahl zusammenreißen, wenn sie sich mal weniger wird. Du blöde Stück Scheiße, jetzt weißt du, wie es sich anfühlt. Jetzt weißt du, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich das an, das Gesicht mal zack, 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 und plötzlich kommt weg. Oh Mann, ey. Achso, das ist das da. Ah, verpisst euch. War wie gesagt, am geilsten Fall finde ich bislang Poseidon. Du magst es, mich herausfordern, Sterblicher. Einen Gott des Olymp. Kick mich mal an. Großer, zwei Optionen. Ah, oh, nee, bitte nicht nochmal. Du hast es jetzt schon dreimal erwähnt. Ja, aber ich find's trotzdem geil. Ja. Es wird Zeit, dass wir die Aufnahme beenden. Ich sehe das schon. Es ist. Also, wir sind, was Commentary angeht, seit ungefähr einer halben bis dreiviertel Stunde einfach nur im Loop. Du erzählst die ganze letzte dreiviertel halbe Stunde einfach nur davon, was du für. Und er wird gleich hochgehen übrigens. Was du für Dinge zu sagen hast in diesem. Was du für Dinge schneiden willst, genau. So. Datenbank noch. Nee, Datenbank machen wir doch schon lange nicht mehr. Aber bei den neuen stehen ich mal ganz unten. Nee, eben nicht. Das ist ja. Guck mal hier, da ist noch einfach Max dabei und Scrotus und Jump Bucket. Also es passt gar nichts mehr. Der einzige, der nicht mehr da ist, ist der Hund und halt hier Top Dog Cocklock. Das Wuff muss mindestens einmal dabei sein. Ja. So, aber was wir natürlich noch machen, ist das Aussehen von Max zu ändern. Ja, wollte ich auch gerade sagen, auf jeden Fall. Also. Ich glaube, hier hatten wir auch fast alles auf maximal mittlerweile, ja. Muss man gucken, weil bei den Bärten. Das war übrigens, glaube ich, die Verbesserung, die wir dann jetzt aufgesammelt haben, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, das war auch nicht für die Schrotflinte, das war für das Sniper-Gewehr. Weil das lag ja, da war ja ein Sniper, was da lag. Weißt du, in dem Tunnel. 15 Sniperkugeln, schon nicht schlecht. So, was haben wir denn noch nicht? Wir haben Rennbemalung im Gesicht. Wir haben Ölflecken im Gesicht. Ändert sich aber nichts bei ihm. Ja gut, weil ich es nicht, mache. So. Also wir haben immer noch den hier. Rock am Wex. Assi Rock am Wex. Dann haben wir noch den Ölflecken im Gesicht mit Schutzbrille und Bandana. Dann haben wir kurze Haare Bart mit Schutzbrille und Bandana. Nee, ich will Azirok am Max. Azirok am Max, okay, gut. Nehmen wir den. Boom. Wunderschön. Das ist mein Bart, ne? Also, das ist mein Bart. Das ist wirklich mein Bart. Das ist ein richtiger Apokalypsenbart. So, da, das hatten wir alles. Merkst du ja die Farbe noch? Aber wir haben, glaube ich, hier die haben wir neu freigeschaltet, die goldene. Und ja, sonst haben wir halt hier die anderen, weiß ich nicht. Was würdet ihr denn da zusagen? Ah, doch, die helle Farbe gerade eben sah schon krass. Die goldene, okay. Ja, weil vor allem hier, ich will auch mal die Kontext nehmen, wenn die goldene Farbe über den Wüstensand drüber fährt. So, und jetzt. Warte, die Verzierungen fehlen noch. Da haben wir Propeller noch nicht gehabt. Wir hatten, warte mal, ich kann das ja auch mal sehen. Propeller. Die Doppelkolben. Dann hier die Schädel. Die Schraubenschlüssel. Brennende Schädel. Ja, das war's. Brennender Schädel als Längstes passt besser zu die Roller. Brennender Schädel, okay. Ich frage mich, wenn die Roller doch schon eine Gabel im Namen hat, warum können wir keine Gabel raufmachen? Ob das in Rot gut aussieht?
Nee, nee, ich muss nicht mehr abheben. Blau. Ja, blau sieht nicht schlecht aus. Ja, sieht gut aus. Ja, weil vor allem hier blau Flammen brennen halt heißer, ne? Hohohoho. Ja. Okay, ja, dann haben wir das gemacht. Dann haben wir Max angepasst. Dann haben wir den D-Roller mal wieder ein bisschen optisch getunt. No, und er hat meinen kompletten D-Roller gegessen mit einer Gabel. Und die Gabel ist im Namen drin. Ist ja unfassbar. Ja, und damit würde ich dann aber auch sagen, dann war es das für heute. Oh mein Gott, es war wirklich eine lange Aufnahmesession. Also jetzt kannst du mal sagen, was. Ich glaube, so lange haben wir schon seit Ewigkeiten nicht mehr irgendwas aufgenommen. Ich habe aber auch wirklich am Ende gemerkt, dass es einfach keinen Sinn mehr gemacht hat, noch weiter aufzunehmen. Wie lange haben wir? Weiß ich nicht, bestimmt 4 Stunden, ne? Wir haben noch so um 12 Uhr, meine ich, haben wir angefangen. Also, ja, also jetzt haben wir es 15.53 Uhr. Ja, also haben wir fast 4 Stunden. Ja, reicht wieder für ein paar Monate. Also ich glaube, der Content reicht jetzt für fast so lange, wie mit Max nicht gekommen ist. Das ist gut möglich. Aber ja, wie gesagt, wir wissen ja noch nicht, du kommst ja dann auch in die Klinik und so weiter, wie das dann läuft. Ob wir da irgendwie in der Zeit aufnehmen können. Und sollte ich wirklich in Notstand geraten, dann würde ich tatsächlich auch einfach mal eine Aufnahmesession alleine machen, dann ist das halt so. Ja, ich hatte da schon Patze gefragt, aber natürlich, how about no? Nee. Und so, how about kacken gehen? Nee, also das ist, keine Ahnung, das ist so ein Projekt, entweder wir beide oder ich alleine, aber ich glaube nicht, dass da noch irgendjemand anderes dazu passt. Ja. Nee, aber dann ist es mal wieder schön gewesen, dass wir es mal wieder geschafft haben. Und dann würde ich einfach mal sagen, seht ihr ja, was als nächstes passiert nach diesem Part, ob da entweder Pause ist oder ob was kommt. Und wir sehen uns dann spätestens, ich würde fast behaupten, dass wir dann schon irgendwie Sommer haben oder so, wenn das hier hochkommt, kann gut sein. Ja, so im Juni. Ja, das kann gut sein. Also momentan ist es ja Februar. Anfang Februar, aber das wird nicht mehr so lange dauern, bis es Sommer ist. Ja, dann dürfen bestimmt die Slay-Aufnahmen aus Dezember 2020 hochkommen. Ja, mal gucken. Also, ja, mal schauen. Die einzigen Aufnahmen von 2020, die 2022 immer noch laufen. Ich glaube aber tatsächlich, ab der nächsten Aufnahmesession war es schon danach. Also nach dem, was jetzt aktuell online ist, danach, das, was jetzt kommt, das war schon 2021. Also schon 2021? was haben wir im Februar 2022? Na, wie dem auch sei, macht jetzt keinen Sinn, hier weiter die Aufnahme laufen zu lassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und tschüss. Cleopatra ist den Pornostar. Dumme Sau.